So, hallo Leute, willkommen zurück zu Projekt Beast Town. Wir haben jetzt gerade zwei Projekte vor, und zwar ist unser, wie ihr seht, unsere Energiegewinnung ist sehr langsam. Unser Geometallgenerator ist ausgegangen. Geometall. Ey, sobald ich den Namen sehe, kann ich es aussprechen, aber sobald ich den nicht sehe, Geothermalgenerator ist ausgegangen, wie ihr hier seht. Also, anders gesagt. Genau. Ist ja jetzt halt im Grunde genommen leer. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz in die Hölle gehen, wo wir sowieso noch rein müssen. Weil wir brauchen ja auch noch mehr Netherracks. Und die Pumpe umstellen. Und gleichzeitig noch Netherracks holen. So. Hallo, Schweinemänner. Die hier kein Stück nervig sind. Hallo. Runter. So. Wo ist denn unsere Pumpe? Futterskelette, Mine, Pumpe, da lang. Aber der ist jetzt nicht böse auf mich, nur weil er Schaden gekriegt hat, oder? Weil er so blöd war und da runtergefallen ist. So, ich muss zu meiner Pumpe. Hat echt lange gehalten, würde ich mal so sagen. Oh, man sieht auch sehr gut, was sie abgepumpt hat, finde ich. Da sieht man, wie die Lava da so runterfließt. Okay, Leute. Ja, ich glaube, unsere Pumpe ist hier fertig. Um es dann nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu zeigen. Da ist unsere Pumpe und das ist der Radius, in den sie gepumpt hat. Also bis hierhin. Da, wo dieser Schatten ist, hört es im Endeffekt ungefähr auf, da wo es so gerade runter geht. Ja. Sie hat ein bisschen was gepumpt. Man sieht hier auch, dass hier durchaus ein bisschen was trockengelegt wurde durch die Pumpe. Aber ihre Zeit ist vorbei. Obwohl da immer noch was drin ist. Ich kann den Geometallgenerator gar nicht antreiben gleich. Obwohl die Redstone-Pumpen ziehen ja auch, glaube ich, ein bisschen an, ne? Okay, ich muss aufpassen. Ich muss sehr aufpassen. So. Nein. Jetzt darf ich mir nochmal neu machen. Fuck. Dann nehme ich das Ding extra mit und vergesse es dann einzusetzen. Wow. Suchen wir uns schon mal einen neuen Platz. Da können wir erstmal die Redstone Engines dran platzieren. So, wo platzieren wir denn mal unsere neue Pumpe hin? Guck mal, hier ist auch ein schöner Platz. Kramen wir uns hier rein, dann müssen wir es nicht mal großartig verstecken. So. Upsala. So, kommt hier die Pumpe hin. Pump Bitches. Ja, wenn von unten ein bisschen Licht reinkommt, ist ja nicht so schlimm. Sollten aber trotzdem den Boden nicht ganz so auflassen. So, Redstone Engines. Die elektrische. So, einen Generator müssen wir mitnehmen. Dann
Ein Rohr zu wenig, oder? Ist vielleicht gerade tatsächlich ein Rohr verbrannt. Denn hier unten kommt jetzt noch der Ofen hin. Ist ja egal. Erstmal auf Privat. Und dann auf Send Only. Durch Redstone Engines kriegt das Ding natürlich nur sehr wenig Strom. Zu 21 Chance sollte auch reichen. Dann machen wir Waypoint and Pumpe. Delete. New Waypoint. Pump. Done. So. Tja, müssen wir nochmal einen neuen Generator machen, weil ich leider so blöd bin. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Lava hier. Alter, ernsthaft. Rennen. Mistvieh. So, wo ist die Stadt? Die ist da hinten. Dann wie gesagt, bisschen Netherrack nehmen wir nachher auch nochmal mit. Wir müssen jetzt sowieso gleich nochmal rein. Das heißt, wir gehen ja gleich nochmal zweimal rein. Und ich freue mich hier schon auf die Wither-Jagd. Denn wir müssen ja noch die ganzen Wither-Skelette und so holen. Oh Gott. Oh, holy moly. Kann man eigentlich im Nether ein Höllenportal machen? Also könnte ich jetzt hier, ne? Weil hier gehen die Koordinaten ja deutlich schneller rum als in der normalen Welt. Das heißt, hier rüber könnte ich nicht viel weitere Strecke laufen in einer viel kürzeren Zeit. Wenn ich hier mal ein bisschen lang racen würde oder so, mal so zu, wirklich mal 5 Minuten in eine Richtung oder so, da bin ich ja ewig weit. Wenn ich dann ein Höllenportal mache, das anzünde und dann in die normale Welt bin. So. Ich habe einen Fehler begangen und den muss ich jetzt gerade wieder beheben. Und zwar Glass Refined Iron. So, und dann diese Empty Cells. So, und davon einen. Ich brauche ich gerade nicht. So, dann hätte ich die fertig. Ich lade trotzdem nochmal mein Jetpack und alles auf. Momentan ist leider unsere Energiegewinnung am Tag noch nicht hoch genug, dass wir sagen können, dass wir den Rest nicht brauchen. Wie ihr seht, der nimmt nämlich auch ab. Wir brauchen da oben nämlich auf jeden Fall noch ein paar mehr. Vor allem, weil es Nacht ist, nimmt der, glaube ich, ab. Ein paar mehr Solar Airways. Am besten nämlich sogar HV. Ja gut, aber wir werden erstmal mit ein paar MVs da dann noch locker klarkommen, denke ich mal. So. Dann gehen wir mal wieder in die Hölle. Und stellen die nochmal neu auf. Na, lass mich laufen. So, where's my pump, bitches? Irgendwo in dieser Richtung doch. Ah, da hinten. Jetzt sehe ich das auch. Ui. Das ist nur ein Chunkload-Fail. Nicht, dass ich dann gleich denke, hey, da ist ja nichts, da kannst du landen. Denn momentan habe ich mein Jetpack an und damit bin ich nicht unbesiegbar in der Luft. Wie viele Fledermäuse hier rumfliegen, what the fuck. So, weiter. Hier war unsere alte Pumpe, wie man schön sieht. Schon wieder ein Gas. Das ist halt echt nervig, ne? Bin ja schon weg. Schleck dich, ich bin weg. So. Na gut, der Jetpack hat noch genug Energie. So, Pumpe. Ich bin da. Wer noch? So. Ah, jetzt pumpt er auch wieder. Sehr schön.
Kann ich mal kurz gucken, ob sich staut oder ob das wirklich da abfließt? Scheint aber wirklich abzufließen. Was wäre denn, wenn ich... den Tesseract... oben drauf stelle und jetzt mit... privat nur senden und da mache. Einfach in der Hoffnung, dass er jetzt einfach viel mehr Druck abbekommt durchs Verteilen, weil er jetzt weniger Rohre hat, aber er sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. So. Dann müssen wir jetzt zur Markierung Wither-Skelette. Denn da ist die Festung, in die wir jetzt wollen. Und noch ein bisschen Netherbrick oder Netherbrick. Kann Netherbrick, glaube ich, zusammen. Ich brauche meine Nase. Ich muss gerade niesen. Ich will nicht niesen. Okay, Niesen hat gewonnen. 1-0 für Niesen. Ja. Einmal hier hoch. Naja. Hier nochmal hoch. Dam bam da 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 Die Hölle ist so trostlos. Also ich finde schade, dass... ja, bitte, bitte leid. Wo hast du denn jetzt hingeschossen? Edit hier leider auch nicht so viele, Mods für die Hölle, denn es gibt jetzt noch bei mehreren Mods auch noch mehrere Sachen hier in der Hölle. Und finde ich schade, dass PCB Slide davon nichts drin hat. Naja, was will man machen? So. Dich will ich haben. Da baue ich dich auch ab, wenn ich hier gerade überhaupt nichts sehe. So, Blazes sind hier wieder. War wieder keine Wither-Skelette, ne? Das ist doch kacke. Es müsste doch irgendwie eine bessere Methode geben, an diese Scheiße zu kommen, ne? Ernsthaft mal. So. Ich meine, das kann es doch nicht sein. Dass man sich hier erst jahrelang durch so was weiß ich prügeln muss. Bis man mal sowas bekommt. Naja, wie gesagt, wir brauchen so ein paar von den Steinen. Für Deko für unser Haus. So, nehme ich nochmal ein bisschen was mit hier. Ich glaube, das reicht dann auch schon. Ich hätte ja gerne noch ein paar Wither-Skelette, ne? Oh Gott, momentan gibt es ein Wither-Skelett im Umlauf und ich brauche 3 verfickte Nether-Stars. 3! Oh Gott. Das ist so nervig, aber ich glaube, ich würde mir trotzdem als erstes die Portal Gun machen. Aber nur, weil ich es kann. So. Brauche ich jetzt damit halt noch ein bisschen ab. Dafür habe ich den Stab ja. Zum Abbauen. Naja. Aber ich glaube, das reicht dann auch wirklich. Auf der anderen Seite ist die Stadt. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie was ist, oder? In Richtung Wither-Skelette. Das ist ein Ghast. Ach komm, lass uns gehen. Macht ja keinen Sinn. So. Und
Lalalala. Tja. Dann gehen wir mal wieder durch. Ich glaube, ich werde demnächst wirklich mal ein bisschen Obsidian mitnehmen und da mal gucken, ob das geht, um weitere Reisen zu überbrücken. So. Und läuft's hier wieder? Perfekto. So. Dann machen wir jetzt hier auch noch die Wand fertig. Damit man hier nicht mehr diese ekelhafte Dirtwand sieht. Weil, naja, muss ja nicht, ne? Dirt sieht halt im Allgemeinen nicht so schön aus. Darum heißt das ja wahrscheinlich auch Dirt. Also Dreck. Um es mal so zu übersetzen. So, aber ich finde, das sieht so an sich recht okay aus. Ist halt nur ein viereckiger Haufen. Hm, naja. Die Truhe müssen wir auf jeden Fall auf Dauer mal vergrößern. Energie sollte jetzt wieder mehr rüberkommen. Naja. Sieht aber nicht stärker aus von der Pumpkraft her. Schade. Schade, schade, schade. Das war nur eine Überlegung, die ich hatte. Für mich hat sie nämlich eigentlich Sinn ergeben. Aber für das Spiel anscheinend nicht. So. Jetzt haben wir noch 14 Minuten. Was machen wir die 14 Minuten über noch? Magie? Fragezeichen. Oh, wüsste ich so langsam nicht mehr, was ich da noch reinwerfen soll. Ja. Es scheint auch nicht mehr so viele Aspekte zu geben. Wenn ich mir das so angucke. Oh, au, au. Heiß. It's gonna hot in here. Tja, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich da noch reinwerfen könnte. Was vielleicht noch in irgendeiner Hinsicht Sinn macht. Beziehungsweise welche Rezepte mir überhaupt noch fehlen würden. Einfach mal bis 50 runterhauen. Ja, ich glaube nämlich, ich habe so langsam wirklich alles gemacht, was man machen kann. Oder was man erforschen kann. Bis auf die Sachen, wofür ich halt diese scheiß Fragmente brauche. Denn die habe ich noch nicht. So. Ich guck einfach noch mal. Wo ist es? Wo bist du denn hingelegt? Mein Buch. Where's my fucking book? Oder wollen wir es einfach mal probieren? Unten dürfte ich, glaube ich, noch Obsidian haben. So, ach ja. Unsere Kirby Farm hat ultras viel Marble ab. Da. So, dann laden wir uns noch mal kurz voll. Und dann gucken wir doch mal, wo wir rauskommen. So. Ja, jetzt lädt das hier auch vernünftig wieder voll. Wie ich zwei verschiedene Reiter offen habe. Sehr interessant. So, ich bin ja da mal wirklich gespannt, wo ich dann rauskommen würde. So, Jetpack bitte auch nochmal voll machen. Wenn das überhaupt geht, ich bin mir gar nicht so sicher. Aber eigentlich müsste ich doch in der Hölle ein Portal erschaffen können, oder? So, dich wieder schließen. So. Denn ich würde mich gern in ein komplett neues Gebiet, um halt mehr Ressourcen und ähnliches zu bekommen. So, wo laufen wir da mal hin? Und man sieht, die Quebby ist hier jetzt nur 205 Meter entfernt. Die ist also im Endeffekt genau nebenan. So. Da sieht man auch, wie schnell sie näher kommt einfach. Jo. Aua. 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 Es ist blöd, wenn man den Speed verliert, weil man brennt.
Ach, Alter. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ihr nervt. Upsala. So. Dann jetzt hier runter. Und einfach mal weiter in die Richtung laufen. Einfach mal schön weit in die Richtung laufen. So. Wie viele Fledermäuse mir da über mir schwirren. Ist hier was? Nö. Problem ist, ich will das Jetpack jetzt auch nicht zu sehr verbrauchen. Die Pumpe ist hier in der Nähe, ne? Von mir. Hm. Ich bin aber schon bei plus 3000. Ist das eigentlich gleichzusetzen mit den Koordinaten in der normalen Welt? Ich weiß das gar nicht. Also, dass man hier eine größere Distanz in kleineren Schritten zurücklegt, das weiß ich, okay. Aber wenn ich hier bei plus 3000 bin, ob es dann auf der normalen Welt auch plus 3000 sind, so meine ich das. So. Zack. So, ich will mal kurz gucken, wie weit bin ich von der Stadt entfernt. 400 Meter erst. Aber hier bin ich ja sowieso nicht so weit von der Stadt entfernt. Hier in der Hölle. So, hier hoch. Aua. Kackvieh. Ja, das hat mich jetzt gerade auch leicht erschrocken. Ich bin extrem schnell abgezockt. So. Ja. Ein Haufen Soulsand. Da muss dann Gast mal. Soll ich das jetzt einfach mal hier aufbauen? Komm, wir sind 500 Meter entfernt. Ich weiß es gar nicht. Das muss auf jeden Fall zwei breit sein. So. Wie viele Felder sind denn in der Mitte? Zwei oder drei? Ich glaube noch ein, ne? Ich meine so. Tatsache, geht. Wo auch immer ich rauskomme, ich ziehe erstmal meine Quantumrüstung an. So. Plus 4000, wow, ich wurde da gerade weggeportet. Okay, also ich bin auf jeden Fall ein Stück weiter weg. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Hölle rein. Ist das jetzt die gleiche Koordinate? Das will ich jetzt mal kurz testen. Tatsächlich ist sie. B. Porter. Zweites Höllenportal. So, und wieder durch. Also das klappt tatsächlich, wenn man weit genug wegrennt, dass man dann ganz woanders rauskommt. Ich meine, gut, so weit bin ich jetzt nicht weg. Ich bin noch, ja, jetzt habe ich, obwohl ich könnte es euch ja mal einblenden. Dünnmap. Da, jetzt seht ihr es. Bis dahin wurde halt noch erkundet und da bin ich jetzt. Um euch das einfach mal so zu zeigen. Das zweite Höllenportal ist sogar markiert, das ist auch sehr schön. Ja, ist es. Also es sind wirklich die gleichen Koordinaten, die man dann hat. Okay. Ich würde sagen, ich mache euch die Dünnmap dann auch wieder aus, oder? Wir können ja mal wenigstens noch mal ganz kurz reinzoomen. Hier sehen wir jetzt das Gebiet. Machen wir mal die schräge Ansicht. Ja, der hängt gerade mit dem Laden extrem hinterher. Darum mache ich die Dünnmap jetzt sowieso mal aus. Sieht gerade sowieso nicht so schön aus. So. Einfach nur ein Gebäude. Mich würde es interessieren, ob hier irgendwo diese Spinnenbäume sind. Um ehrlich zu sein. Also nicht diese Silverwood-Dinger da, sondern diese Spinnendinger. Ups, kurz was fressen.
Hallo Höhle. So. Hui. So, schon wieder ein Dschungel. Ich riech das Kotzen. Och, Alter, man ist natürlich schon wieder von diesen scheiß Dschungel surrounded, ey. Die Wölfe gehen auf Schafe los, okay. Ich habe so das Gefühl, die Wölfe mögen Schaf. So, und ich würde ehrlich gesagt, ja, die Hives, die kann ich leider alle nicht mitnehmen. Tut mir leid. Es tut mir echt leid für die Hives. Also, für die ist das ja rein theoretisch gut, dass sie nicht in meine Obhut kommen, aber trotzdem. So. Hier könnten wir Basalt-Cobblestone holen. Ja, da haben wir auch noch mehrere Quellen bei uns in der Nähe. Und, oh, Alter. Den Stab habe ich jetzt auch nicht dabei. Nichts. Skelett. Autsch. Bin beeindruckt, Skelett. Da ist Licht drin. Hallo. Niemand zu Hause. Dann klaue ich mir mal dein Licht. Wenn eh niemand ist. So, ne, da laufe ich nur wieder zum Höllenportal. Aber in die Richtung. Aua. So, mal kurz bei der Dimension noch ein Stück rauszoomen. Aber ich lege dann doch recht schnell in die recht große Schrecke zurück. Ist hier was? Nur eine kaputte Schmiede. Gucken wir uns doch mal an, was wir hier für eine Aussicht haben. So. Schneebiom. Das Biom da sieht gut. Ne, doch nicht. Da hat nur der Schnee noch nicht generiert. Da wurde nur der Schnee noch nicht generiert. Ich sag's mal lieber so. Sieht eigentlich scheiße aus, wo wir hier gelandet sind, wenn ich ehrlich sein darf. Gefällt mir nicht so wirklich. Tja. Wo laufe ich jetzt am besten lang? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Dinger werden leer. Ich glaube nicht, dass es da was zu holen gibt. Ich sag mal so. Da ist ein Zombie hinter dir. Würdest du dich mal bitte beeilen, da wegzukommen? Danke. Tja. Wo könnte man jetzt am besten hin? Alter, so viel Schnee. Ich glaube, in Schneebiums gibt es die auch nicht, die Bäume, die ich suche. Also in Tundra-Bioms. Ja, bumm. Das Biom sieht aber schon mal besser aus. Zwar noch nicht das beste Biom dafür, aber schon mal so ein Ansatz. Weil das ist, glaube ich, Extreme-Hölz, oder? Ja. Das ist Extreme-Hölz hier. So. Streamhölz. Wow. Eigentlich solltest du weit jumpen. So, da ist wieder ein Berg. Also ein Wald, meinte ich. Nicht Berg. Ein Waldbiom. Was ist das? Hallo, Spinny. Ist das hier eigentlich auch ein extra Biom oder? Ne, das gehört zu Extreme Hills, okay. Ich dachte gerade echt, das wäre hier nochmal so ein kleines extra Biom oder so, weil mir diese Steinwüste partout nichts sagen will. Die, wovon wir ja schon mal eine gefunden haben. So, aber damit wäre der Part auch
vorüber, Leute. Ich danke fürs Zusehen und sag mal ciao, bis zum nächsten Mal.